Die neue Sonderausstellung im Papstgeburtshaus in Marktl am Inn läuft. Und sie trägt nicht umsonst den Titel »Aus dem Nachlass von Papst Benedikt XVI.« Erstmals seit dem Tod des Papstes am 31. Dezember 2022 werden jetzt ausgewählte Werke und Erinnerungsstücke aus dessen Nachlass gezeigt, die ihn zeitlebens begleitet haben. Es sind Gegenstände aus seinem Nachlass, die die Beziehung zu seiner Familie dokumentieren. Es sind Kunstgegenstände und natürlich auch als besonderer Höhepunkt die päpstliche Soutane, vor der ich hier auch stehe. Also zum ersten Mal eine Ausstellung, die sich wirklich auch mit Dingen aus dem Besitz von Benedikt XVI. Beschäftigt. Zu den wichtigsten Exponaten gehören zweifelsohne die 4 Porträts der Geschwister und der Eltern des Papstes. Im Hintergrund sieht man Porträts von Vater und Mutter, die am Ende des Lebens der Eltern gemalt worden sind. Man sieht in unserer Ausstellung auch einen handschriftlichen Brief von Georg an seinen Bruder Josef zum 80. Geburtstag. Ein schönes Dokument des Zusammenhalts der beiden Brüder. Was auch sehr eindrucksvoll ist, ein Holzkreuz aus einem Baum des Elternhauses in Hufschlag bei Traunstein ist zu sehen. Und für uns als Makler natürlich noch sehr interessant, auch 2 Gemälde, 2 Stiche vom Geburtshaus hier in Makel sind aus seinem Nachlass zu uns hierher gekommen. Zu sehen ist auch der kleine Teddybär, den der noch nicht einmal 2-jährige Josef Ratzinger zu Weihnachten 1928 von seinen Eltern geschenkt bekommen hat. Der Bär hat Josef Ratzinger durch sein ganzes Leben hin begleitet. Er hat ihn in Ehren gehalten, am Ende dann auch in seinem Arbeitszimmer im Vatikan auf dem Sofa hat dieser Teddybär seinen Stammplatz gehabt. Und es gibt auch die schöne Überlieferung, dass er manchmal das Eis gebrochen hat, wenn ganz schüchterne Studenten zu ihm zu Besuch gekommen sind. Er hat die Studenten seinem Teddybär vorgestellt, hat zum Teddy gesagt, schau, wen wir da heute wieder als Gast haben. Und schon hat man da ein gutes Einvernehmen dann herstellen können. Also für mich ein schönes Zeichen, dass der gescheite Professor auch ein großes kindliches Herz bis zum Schluss sich bewahrt hat. Zu sehen sind die Werke aus dem Nachlass von Papst Benedikt XVI. Bis 3. Oktober. Alle Informationen zu Anmeldung und Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter papsthaus.eu.